Willkommen, liebe Clash of Wine, wir im 1000 Gratule beim Clan Bette ist. Ja, wir haben ja Game Over. Endlich sind die Spiele um. Ich glaube, ihr freut euch genauso, wie ich mich darauf gefreut habe. Aber ihr habt es ja gestern im Video gesehen. Ich habe es eigentlich relativ locker dann empfunden. Und aber sie sind erstmal vorüber. Also es ist erstmal Game Over. Aber ihr habt es wahrscheinlich ja schon gesehen bei euch in den Events. In knapp 4 Tagen geht's wieder weiter. Geht's weiter mit den Clan Games. Ich denke mal, dieses Mal werden es aber wieder normale Games werden, wo wieder gemischte Aufgaben drin sind. Also sowohl Nachtdorf- als auch Tagdorf-Aufgaben. Und die Beteiligung war in einigen Clans, wo ich ja so rumeier, wirklich mau, muss ich sagen. Also gerade so die 30k erreicht teilweise in den Clans. Und ich habe selber mit 2 Chars dann so knapp bei 2200 Punkten auch ein bisschen resigniert, weil man einfach nicht gesehen hat, dass die Leute, ich sag mal, mitspielen. Also Teamplaying, na hier, da ist das so ein bisschen wieder, wo ich sage, naja, die machen hier immer alle schöne CKs miteinander und sind dann auch alle da und spenden dann auch. Aber wenn es mal darum geht, die Arschbacken zusammen zu kneifen und jetzt die Clanspiele mal mit allen zu machen, dann haben doch echt viele gekniffen. Und dann frage ich mich auch manchmal, bist du in diesem Clan dann noch richtig, wo die wirklich einige nur auftauchen, wenn es um CK geht, eben mal ein paar Truppen spenden und dann hinter mir die Sinnflut, oder join ich dann lieber Clans, wo ich auch sehe, Mensch, die zocken ja alle miteinander, und auch wenn es mal ungemütlich wird, und für viele war es ungemütlich, also viele hatten wahrscheinlich Bauchschmerzen das ganze Wochenende, bis die Spiele halt vorbei waren, und wenn es dann halt ungemütlich wird, dann muss man da, oder dann mache ich einfach nicht weiter, wenn es für mich dann irgendwo blöde wird, wo ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich das auch nicht. Also, wie gesagt, die Games sind erstmal über, und schöner Angriff hier von Warmraff von unserer Nummer 15 auf die Nummer 16 im aktuell laufenden CK. Der CK ist noch nicht rum hier, deswegen kann ich euch das Ergebnis auch erstmal zeigen. Ja, in 8 Stunden, 8 Minuten, also ich verrate erstmal nichts. Und wollen mal schauen, wie das hier weitergeht. Ja, die Clanspiele sind ja um, und ich besuche mal ganz gerne den Händler, der hat im Moment nichts Neues für mich. Aber wir gucken mal rein. Ja, wir haben bei Bettest immerhin die 50.000 überschritten, also 54.000. Es gibt auch klare Vorgaben. Es gibt 310 Clan-EP, aber ich glaube, die gibt es auch schon bei 30.000 oder so. Ich bin jetzt in keinem Clan, wo die 30.000 nicht geschafft wurden. Also kann ich nicht beurteilen, wenn ein Clan nur 15.000 geschafft hat, ob es dann auch 310 Clan-EP gibt. Also es gibt 310 Clan-EP. Ihr seht das, ich habe 3.000 erreicht. Und ich habe eben schon mal geguckt, was habe ich eigentlich und was könnte ich brauchen. Ja, ich habe den Hammer, und ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt nichts hier. Ich würde hier hinten gerne wieder den Hammer nehmen, weil ich meine, das ist nett, sofort voll Elex im Nachtdorf. Aber naja, ich bin jetzt nicht der Nachtdorf-Freak. Die Nachtdorf-Freak sind, werden sicherlich hier oben die Runen nehmen. Die grüne und die blaue Rune, beziehungsweise die goldene und die blaue Rune. Und ja, ich muss jetzt erstmal den Hammer loswerden. Es kam heute auch übrigens eine Frage auf, beziehungsweise in einem Clan wurde gefragt, was ist, wenn ich meinen Reward jetzt nicht abhole oder erst in ein paar Tagen? Kann man machen. Ich habe zum Beispiel 7 Tage, 20 Stunden Zeit, meinen Reward hier abzuholen. Also könnte jetzt natürlich noch ganz locker hier den Archer Tower auslaufen lassen, 7 Tage, 2 Stunden, um dann irgendwie das Buch abzuholen oder einzusetzen. Aber in 3 Tagen, 20 Stunden starten schon die nächsten Clan Games. Und was ist eigentlich, wenn die starten? Ja, solange wie ihr den Reward hier nicht abgeholt habt, könnt ihr die nächsten Clan Spiele nicht starten. Also ihr könnt einfach nicht mitspielen, das wird euch dann auch gesagt. Du musst erstmal deinen Reward einsammeln, das machen wir jetzt auch. Und wir nehmen hier wie gewohnt wir nehmen die Juwelen. Dieser hier ist ja ganz nett, muss ich sagen, die Bilder Potion. Und die wird auch richtig heiß gehandelt. Ich würde sagen, wir nehmen uns die auch. Weil, mit heiß gehandelt meine ich, sie ist beim Händler relativ teuer. Und deswegen nehmen wir lieber die, denn die anderen Potions sind dann doch schon ein bisschen günstiger. Hier unten haben wir die Gems genommen. Hier nehmen wir natürlich das Heldenbuch für unsere Queen. Den Hammer. Ich bin auch ein Held. Den Hammer kann ich jetzt gar nicht nehmen.
muss den Hammer erstmal verbrauchen. Ich würde sagen, das längste Gebäude, was läuft, 1000 Gems. Wir nehmen erstmal den Hammer weg. Oh, hoppla, 193, okay. Dann können wir den Hammer auch mit einsammeln. Leider merkt er sich das hier nicht. Man muss das immer wieder neu machen, wenn man da einmal raus war. Das Buch, Add to Clan Castle, jawohl. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was in unserer Truhe wieder drin. Und Your Rewards in the Clan Castle. Ah, okay, Clan XP. Ich weiß nicht, ob es das pro Person gibt hier. Das könnt ihr mir vielleicht mal sagen. Oder ob das für den ganzen Clan die EP ist. Habe ich die jetzt eingespielt, die 310? Und die anderen auch nochmal 310? Oder sind das 310, die der gesamte Clan bekommt? Das könnt ihr mir sicherlich mal in die Kommentare schreiben. Hier muss ich mal gerade einen Screenshot von machen. Denn ich sehe hier gerade noch was, was vielleicht später interessant sein kann. So, da habe ich den einmal gemacht. Und dann gehen wir hier aber wieder raus. Ja, dann haben wir jetzt zumindest einen Bauarbeiter frei. Und ich schaue mal, ob ich nicht einen Tag abarbeite. Ja, ich kann einen Tag abarbeiten. Ihr braucht mir keine neuen Tags schreiben. Ich habe so viele Tags jetzt zum Abarbeiten. Das dauert Wochen, bis ihr dran seid. Und dann seid ihr wahrscheinlich schon Rathaus 12 oder so. Keine Ahnung. Aber der Invincible hat mir hier geschrieben, den hatte ich mir letztes Mal schon angeguckt, da war abgefarmt, ist ein Rathaus 8, ist diesmal nicht abgefarmt und ist schon ein, er hatte sich eigentlich bei mir beworben, ich muss jetzt mal gerade gucken. Tolles Video, deine Tipps helfen einen immer weiter, vielen lieben Dank. Du hast schon mal bei mir vorbeigeschaut, als ich R7 war. Aha, bin jetzt R8. Okay, das sehen wir hier und ja, man sieht das, er ist noch gar nicht so lange R8. Hier geht ja noch einiges auf die nächsten Stufen, aber die hat er jetzt schon alle hoch hier, die gehen nicht höher, hier fehlt noch eine, also ist auf einem guten Weg, denke ich mal, King schon auf 9, das ist super, bei mir, bei dem Chefkoch-Account läuft er auch im Moment noch nicht auf 10, aber ich denke, den erstmal auf 10 zu bringen, dann hat man das Dunkle erstmal schon mal für den King weg und braucht sich um den nicht mehr mühen. So ein bisschen hat man daher immer Sorge, dass man natürlich auch den Golem machen will. Wie sieht das hier eigentlich truppenmäßig aus? Ja, die hat er erstmal rausgebracht. Sieht ganz, ganz ähnlich aus wie bei meinem Chefkoch-Account. Allerdings habe ich den Packer schon ein bisschen weiter, habe den Erdbebenzauber schon. Aber kommt Zeit, kommt gute Base und das sieht hier ganz gut aus. Ich denke mal, hier sind auf jeden Fall die wichtigsten Sachen. Werden hier hochgehen, 5, 5, 5, okay. Ja, ich würde, die Bogenschützentürme sind schon nett, weil sie nach wie vor ja gegen Luft und Boden verteidigen. Aber ich habe immer, weiß ich nicht, irgendwo habe ich so ein Spleen. Rathaus 8, Luftdef hoch. Als erstes Luftdef hoch, denn im Clankrieg wirst du mit Drachen angegriffen. In der Regel, wenn du einen richtig, ich nenne es mal so, wenn du einen richtig guten Angreifer hast, der macht dich mit Hox oder Valkyren oder ein Go-Vibe. Aber wenn du so einen Standardangreifer hast, der macht dich dann mit Drachen. Du hast ja auch Drachen ausgebildet, aber sieht ganz gut aus. Die Base gefällt mir auch vom Design her ganz gut. Und die wird sicherlich auch mal ein paar Mal deffen, wenn auch vielleicht ein paar Drops dabei sind. Aber sieht ganz gut aus. Ein bisschen wenig CK-Sterne. Da kannst du ein bisschen an dir arbeiten. Sieht nett aus. Und tot hat wieder eine Tech abgearbeitet. Jawohl, das war mir auf jeden Fall an der Stelle wichtig. Und ich bin im Moment viel zu hoch in der Liga hier. Denn ich kriege auch immer wieder ganz nett was abgezogen. Denn ja, Rotomaxed R11 ist natürlich bei mir immer noch Thema. Und ich will ja immer noch so ein bisschen wenigstens die Queen hier peppeln, also die soll in jedem Fall auf 50 gehen, 111.000, ihr seht das, ich habe auch nicht so wirklich viel gemacht mit dem Account, so ein bisschen sind mir A, die Clanspiele dazwischen gekommen und B, meine Arbeit vor allen Dingen, ganz, ganz krass vor allen Dingen meine Arbeit, denn wie ich habe Freitag, Samstag und sonntags abends gearbeitet, den nehmen wir eben mal mit, mal schauen, ich glaube so Richtung Adler ist das ganz in Ordnung. Also 3 Tage hier am Wochenende, immer abends vor allen Dingen gearbeitet. Ja, das bringt meinen Job natürlich auch mit sich, dass ich oftmals irgendwo abends was machen muss, beziehungsweise ja, abends und nachttätig bin. Also Freitag habe ich bis 4 Uhr in der Früh gearbeitet. Lag einfach daran, wir kriegen die Systeme bei den Kunden dann oftmals nur genau so, also irgendwann so mitten in der Nacht. Und dann können wir sie warten, können irgendwas austauschen, was auch immer. Und deswegen ist es dort immer so, dass es dann, es geht einfach nicht anders. Und dann muss ich halt ran, dann gab es noch ein paar Probleme, das kennt er selber. Ja, Probleme sind natürlich dafür da, dass man sie löst, kein Ding.
Und ich ziehe jetzt schon mal mein King mit rein, nehme mal hier die Truppen. Ich weiß gar nicht, was ich in der Clanbuch habe. Ah, okay. Wir haben hier die Bowler drin. Dann nehmen wir jetzt hier Richtung Adler unsere Miner. Und, oh, Donnerwetter. Eieiei, da kommt eine Tesla-Farm hoch. Das ist natürlich nicht so schick für uns. Und jetzt müssen wir mal weiter gucken, dass wir die hier noch weiter in Heilung kriegen. Denn die sind ja schon... Ah, oh, los, macht das einmal kaputt da hinten. Ja, sieht aber noch ganz gut aus. Mein King kriegt jetzt allerdings schon so ein bisschen mehr Feuer. Oh, die gehen ja jetzt schon in die Mitte. Da sollen sie eigentlich auch rein. Das Dunkle würde ich natürlich gerne mitnehmen. Allerdings zwei Multi-Infernos hier. Die tun natürlich schon ganz, ganz nett weh hier. Ich weiß gar nicht, warum. Oh, die brauchen so lange hier. Okay, woanders sind meine Truppen jetzt aber alle schon verstorben. Und ja gut, einen Stern haben wir. Wir haben so knapp 3000 Dunkles, glaube ich, bekommen. Das ist aber ganz in Ordnung. Und die werden das Rathaus, denke ich mal, nicht mehr schaffen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der natürlich ein Multi-Inferno hier in der Mitte hat. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch hier das Dunkle, den dunklen Bohrer vielleicht noch mit. Was meint er, kriegen wir den noch? Ja, das sieht gut aus. Okay, den kriegen wir hier noch mit letzter Kraft hier mit den Minions und mit dem... Ah ne, okay. Aber nicht mehr ganz gepackt. Naja, ist nicht so tragisch. Ich werde jetzt gleich droppen. Also so ein paar Stunden erstmal jetzt meine Queen irgendwo abwerfen und auch ein paar Pokale droppen. Aber ich glaube, den haben wir jetzt noch ganz gut gemacht hier. Ja, ich habe ganz vergessen weiter zu erzählen. Hab in jedem Fall nicht streamen können. Ich habe dann dadurch nicht streamen können abends, denn wir hatten so viel Troubleshooting dann und dann noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde. Ich quicktraine die jetzt aber trotzdem nochmal nach. Einmal mache ich es noch und dann droppe ich aber. Und deswegen, ja, es ging einfach an der Stelle nichts. Wo aber in jedem Fall was geht, ist in unserem laufenden CK, ja. Also es ging nichts. Ich konnte mich dann nicht freimachen. Ihr wisst, ich bin Abendstreamer und kein Tagesstreamer. Und deswegen... RL, Real Life, geht auch bei mir vor. Ich präsentiere euch diese Folge aber immerhin noch am Montag. Ich wollte es eigentlich für Dienstag machen, aber ich habe gedacht, ah nee, Toto, kannst du nie bringen. Dienstag sind die Clanspiele schon Geschichte und niemand ärgert sich mehr darüber. Deswegen habe ich euch doch noch diese Folge hier für den Montag, zwar jetzt ein bisschen später als 12 Uhr, aber ich hoffe, das hat euch jetzt nicht gestört, rausgebracht, denn ich wollte mich vor allen Dingen bedanken. Ich habe die 4500 Abonnenten überschritten. Ist mir natürlich auch aufgefallen, aber ja, ich mag das, gar keine Frage. Ich finde das gut, wenn ihr meinen Content in Ordnung findet und weiterhin so reges Interesse daran habt. Sicherlich werdet ihr mich auch mal wieder sehen, das steht außer Frage. Ich habe schon in einigen Clans gesagt, wo die natürlich mal gefragt haben, Mensch Toto, wann kommt denn dein Stream? Habe ich natürlich gesagt, mal gucken, vielleicht schiebe ich den jetzt mal in dieser Woche irgendwo mal in den Tag hinein rein oder in den frühen Abendstunden. 17, 18 Uhr, muss ich mal gucken. Irgendwie, meistens lasse ich mir irgendwas einfallen. Und aber am Wochenende war ja reichlich los. Es gab ja Turniere, Wiki-Turnier, RAF-Turniere und einige andere Streamer waren ja richtig fleißig. Da war ich dann immer nur zu Gast, weil das ging natürlich so ein bisschen. Ich wechsle dann hier oben immer nur die Schreibtische. Das heißt also, ich habe ja auch mal Wartezeiten, wenn ich hier im Homeoffice bin und auf irgendeinen nächsten Step warte. Und deswegen mache ich einfach mal ein bisschen in anderen Streams. Ich denke mal, das ist ja auch für mich in Ordnung. Sage auch mal nett guten Abend, guten Tag und gucken wir mal ein bisschen was an. Und war auf jeden Fall ein nettes Wochenende, zumindest was meine Arbeit anging. Denn wir waren wenigstens erfolgreich und waren dann am Sonntagabend, ich glaube so gegen 10 Uhr, dann fertig. Also wir haben immer in den Abendstunden gearbeitet, beziehungsweise Freitag und Samstag halt auch in der Nacht, aber am Sonntag ging es nicht bis in die Nacht, sondern es ging nur bis in den Abend und um 22 Uhr, zack, waren wir nämlich fertig und alle Systeme liefen wieder, alle Systeme sichern wieder, puh, Glück gehabt, Kunde kann kommen, also nicht Kunde kann kommen, sondern Kunde kann wieder arbeiten auf sein System, denn wenn die montags morgens anfangen, dann möchten die natürlich in der Regel ganz gerne nicht fertige Dörfer sehen, aber fertige Systeme sehen, auf denen sie sofort wieder rechnen können. Und schön gemacht hier der Angriff von unserer Nummer 9 von Knilch auf die Nummer 7. Also schöner Rathaus 10 auf Rathaus 10 Go Hockey mit einem Golem. Also wir nennen das immer gerne kleines Kill Squad. Dafür hast du dann halt ein bisschen mehr Hocks dabei. Hat er gut gemacht hier.
Und noch ist der Clan-Kick ja immer noch offen. Also ich drehe dieses Jahr auch am Stück hier. Ich hoffe, die Montagsfolge, auch wenn sie jetzt kurz und knackig war, hat euch trotzdem gefallen. Ich werde euch mal ein bisschen was droppen und werde jetzt exzessiv Hardcore-Loten, also Hardcore-Kobolde. Und bis dahin, euer Toto Fleschen.